José Mourinho wirkt nachdenklich. Sein Vertrag bei Real Madrid läuft noch bis 2016. Doch The Special One steht bei den Königlichen offenbar frühzeitig vor dem Aus. Nach öffentlichen Schau- und Machtkämpfen sind Mourinho und Realpräsident Florentino Perez laut spanischer Medien zur Überzeugung gelangt, es habe keinen Sinn mehr. Im Juni 2013 soll Schluss sein. Selbst ein Champions League-Sieg kann Mourinho nicht mehr retten. Der Trainer selbst hält sich bedeckt. Fragen Sie Florentino Perez. Ich muss nicht sagen, wann ich mit ihm gesprochen habe und über was. Meine Beziehung zu ihm ist sehr gut. Das habe ich bereits gesagt und das muss ich nicht wiederholen. Ich werde nichts weiter zu dieser Diskussion beitragen. Am vergangenen Samstag, unmittelbar vor der Partie gegen Stadtrivalen Atletico hingegen, hatte Mourinho bereitwillig für Diskussionsstoff gesorgt. Es könnte der Tropfen gewesen sein, der das Fass in Madrid zum Überlaufen gebracht hat. Und das mit Ansage. Ich werde morgen um 20 nach 9 alleine auf den Platz gehen. Wenn Sie mich auspfeifen wollen, werde ich da sein. 20 nach 9, es ist ein fixer Termin, mein Kompromiss. Ich werde da sein. Die, die pfeifen wollen, sollen das machen. Ich bin seit zu vielen Jahren im Fußball, als dass mich das alles während eines Spiels beeinflussen könnte. Ich gehe vorher alleine auf den Platz, damit die Leute danach die Mannschaft anfeuern. Vom Publikum wurde Mourinhos eigene Show größtenteils ignoriert. Im Verein stieß sie auf erhebliches Missfallen. Zu den Provokationen kommt die sportliche Situation. In der Liga 11 Punkte hinter Erzrivalen Barcelona, 5 hinter Stadtrivalen Atletico. Ein beschämender dritter Platz, alles andere als königlich. Dem Trainer sagt man nach, er wolle Madrid ohnehin bald verlassen, Richtung Paris oder England. Sir Alex Ferguson hat ihn selbst als seinen möglichen Nachfolger bei Manchester United vorgeschlagen. Diese Aussage ist ein Zeichen unserer Freundschaft und des Respekts, den wir beide voreinander haben. Über seinen Nachfolger muss jetzt nicht diskutiert werden, erst in 10 Jahren oder so. Nicht 2, sondern 10. Er wird immer besser und besser und stärker. Warum sollte er aufhören? Das? Yes. Yes. Cada vez está mejor, cada vez está más fuerte. Wenn José Mourinho geht, wird er das mit einem Paukenschlag tun. Paris Saint-Germain spielt mit dem Gedanken, 2 Portugiesen von Real zu verpflichten. José Mourinho und Cristiano Ronaldo. Und das schon möglichst bald.